Mahlzeit Mädels, wir haben ein richtig geiles Fanpaket von Florian. Ich habe die Adresse mal abgerissen. Der hat mir hier was richtig Geiles drauf gemalt. Das muss ich nachher auf jeden Fall abschneiden und behalten, weil da hat er richtig was Geiles gemacht. Da habe ich mich heute richtig drüber gefreut. Das ist ein richtig geiles Ding. Wie gesagt, ich habe auch noch nicht groß reingeguckt. Wir schauen einfach mal. Ich lese das mal erstmal so ein bisschen für mich alleine. Hey Ruben, hier ist eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Ich hoffe, dass du etwas damit anfangen kannst. Das Stativ hatte ich noch über, benutze es aber selbst nicht. Vielleicht hast du Verwendung dafür. Okay? Ein paar Embleme liegen auch bei, die du dir selbst lackieren kannst. Mit einem hatte ich angefangen, aber du bist sicher talentierter. Danke, mein Junge, ich versuche mein Glück. PS, weil du mal gesagt hast, dass du so einen Becher wie Mr. Do-It hast. Wäre jetzt Mr. Do-It sicher. Warte. Würde Mr. Do-It sich wünschen, so einen zu haben wie du? Beste Grüße aus dem Harz, Flo. Ja, danke, Flo. Du hattest mir ja geschrieben und meine Adresse verlangt. Aber Flo, nochmal, hast du richtig geil gemalt, ne? Richtig top. Finde ich top. Finde ich geil. Das passt auch hier irgendwie. Das klebe ich hier irgendwo mit an den Schrank. Komm her, Flo, dann gucken wir mal, was du hier. Alter Schwede. Jetzt schon wieder. Was hast du denn uns hier Schönes geschickt, Florian? Oder Flo, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall Gold wert. Gewebeband. Hundertprozentig. Das kann ich direkt, weil ich habe, meine Rollen sind fast auf. Könnt ihr jetzt sehen? Ich habe aber schon welches nachgeordert. Aber es ist hier nie weg. So, ich habe das immer so in meiner Ordnung hier. Hinten Gewebe, vorne den Klaus. Dann hier. Sortieren wir das auch direkt ein und das mit hier hin. Florian, ich danke dir dafür. Was haben wir hier denn noch Schönes? Was ist das denn? Altenauer Malztrunk, alkoholfrei, Harz. Guck mal hier, mein Junge. Brockenbahn, ich war erst im Harz. Da war ich auch am Brocken. Mit der Dampflok bin ich gefahren. Warte, mein Junge, da müssen wir erstmal direkt. Ja, das geht. Ist da noch eins drin? Ja. Eins werde ich mir mal kalt stellen. Sind beide heile angekommen. Ach du Scheiße, hier sind immer so kleine Sachen drin. Das ist ja geil. Hallo, mein Freund. Oh, ich finde so Fanpakete, das ist immer wie Weihnachten und Ostern auf einem Tag, ne? Was ist das denn? Da ist ein alter Manni, oder? Oh nein! Ne, ist ein C. Ein C-Coupé ist das. Was ein geiles Ding. Komm her, du musst eigentlich einen Ehrenplatz hier kriegen. Mein gutes C-Coupé, wo stelle ich denn mein gutes C-Coupé hin? Ja, dann stellen wir erstmal zum T1. Das ist nämlich mein Radio. Das ist doch schon wieder so eine richtige Wühlkiste hier. Habe ich hier? Ach, du ahnst es nicht. Guckt euch das mal an. Noch mehr? Alter, Dr. Turbo. Das ist ja geil. Was ist das mit Computer gedruckt oder was? Alter, das ist richtig fett. Alter, mein Junge, was hast du da denn gebastelt? Das ist richtig geil. Alter Schwede. Ey, Jungs, da komme ich gar nicht drauf klar. Das finde ich richtig heftig, was du da gebastelt hast, ne? Das ist eine richtig heftige Aktion hier. Die Schilder sind mega geil. Dr. Turbo, Dr. Turbo. Alter, guck mal hier. VR6 Turbo. Oh, geil, Alter. Das ist das Krasseste. Obwohl, ne, ich habe noch ein richtig krasses Fanpaket. Wollen wir dann mal eben kurz, mal eben einmal ganz kurz so hinlaufen, komm her. Wir unterbrechen das mal kurz. Ich habe heute ein richtig krasses Fanpaket gekriegt. Oder ich bin noch am Laufen, Jungs. Hier steht ein Fanpaket. Guck, warte, kriege ich hier Licht an? Jungs, guckt euch das an. Hier steht ein riesen Fanpaket. Ein XXL Fanpaket. Der Superlativ, eine ganze Kfz-Werkstatt fast. Aber nun geht's weiter.
ich komme auf die Embleme komme ich ja jetzt gar nicht klar, ne? Also das ist ja der Oberknaller. Der Oberoberknaller. Ja gut, das mit deinem Talent, mein Junge, das hast du gut gemeint, aber das hier, das kriege ich wirklich besser hin. Alter, auf die Dinger komme ich gar nicht klar. Ey, die sind so rar, da habe ich ja gar nichts von. Das ist brutal, mein Freund. Ey, die muss ich ganz gut weglegen. Die kriegen Fahrzeuge von mir, die ich umgebaut habe. Also Flo, wenn du das hier, wenn du davon mehr Schilder machen kannst, da würde ich dir welche von abnehmen. Weil die würde ich gerne auf Fahrzeuge, die ich umgemudelt habe, würde ich die gerne hinten drauf kleben. Och, die sind mega. Richtig mega. Alter Flo, damit hast du mich richtig, richtig glücklich gemacht, wa? Da kam ich ja gar nicht drauf klar. Und das war hier nur ein Teil. Mal gucken, was der hier noch so alles hat. Und hier sind auf jeden Fall Handschuhe. Handschuhe sind sowieso nie weg. Ach, guck mal, da sind noch ganz viele Gumminipsis und. Alter, sogar dicke Stoffhandschuhe. Oh, hier Schraubenzieher. Geiler Scheiß. Vera. Guck mal, von Vera habe ich hier auch noch so einen richtigen krassen. Da kannst du dich mit umbringen. Oh, noch nie benutzt. Habe ich auch von meinem Kumpel geschenkt gekriegt. Also, ach, hier, guck mal, habe ich noch. Ja. Liegt hier auch schon. Aber geil. Schraubenzieher sind sowieso nie weg, ne? Gar keinen Fall. Komm, hier hätte meine gute Kiste. So, was haben wir hier noch? Super, das Original. Multifunktionsspray. Guck mal, hier habe ich meine Ölecke. Hier, guck mal, Dunlop. Guck mal, hier ein Kamerastativ. Astreine Geschichte. Da kriegen wir bestimmt was mit gebacken. Mit meiner Kamera hier. Den lehne ich dann mal eben an. Und einen Schluck Malz. Dann werde ich mal meine Handschuhe hier irgendwo in Sicherheit bringen. Wow, wow, wow. So langsam platze ich aus allen Nähten. Was haben wir hier denn? Oh, gutes Abklebeband. Da müssen wir aber auspacken. Also das ist auch ein geiles Fanpaket. Herr Jungs, ich danke euch dafür, für die ganze Unterstützung, für den ganzen Kram hier. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, ne? Das ist, ich bin jedes Mal sehr erfreut über den Kram. Guck mal hier, guck das dann mal an. Ich drehe ab. Das sind so ganz kleine Multifunktionseulen hier. Bits ohne Ende. In allen möglichen Richtungen und Kanten. Das ist richtig geil. Das kann ich nämlich hier zu meinen Dings packen. Zu meiner Makita-Eule. Was ist das hier? Gumminipsel. Nenne ich die einfach mal. Okay. Da muss ich mal gucken, was ich damit mache. Die werde ich wahrscheinlich hier in meine Setzkästen mit einsortieren. Schon wieder 1000 Kabelbinder. Geile Nummer. Dann machen wir. Dann habe ich jetzt, glaube ich, 20.000. Also Kabelbinder. Werden in meinem Leben, glaube ich, nicht mehr ausgehen. Erst habe ich nie welche gehabt und jetzt habe ich so viele, dass ich mich. Alter, hier ist nur eine Tägen! Die gute. Ist das eine gute? Das ist eine gute Knipex. Geiles Teil. Ey, Fanpakete, das ist schon was richtig Geiles, ne? Was ist da drin, ne? Mal gucken wir jetzt mal rein. So komische Sachen, wie er da. Und krasse Sachen, wie er da macht, kann ich mir auch vorstellen, dass da was anderes drin ist. Madenschrauben, guck mal. Ein ganzes Päckchen voll mit kleinen Madenschrauben. Wisst ihr, wie oft ich sowas schon mal gebraucht habe? Gewindestifte. Geile Nummer. Da, die brauchen auch einen Sonderplatz. Und hier ist der Kaffeebecher. Den ziehen wir uns jetzt erstmal rein. So, Mr. Dude kann sich hier jetzt eine Scheibe von abschneiden. Dr. Turbo, Turboschmiede Willemzer. Alter, was machst du, mein Freund, dass du sowas machst? Hier sowas und sowas. Guck mal, wie krass das ist, Mann. Was ist das? Da komme ich gar nicht drauf klar. Ey, das ist richtig. Dieses in Verbindung mit dieses, ne?
Alter, kranker Typ. Ein richtig kranker Typ. Da komme ich gar nicht drauf klar, Flo. Was du da gerissen hast heute, da kann ich ja gar nicht schlafen. Und Jungs, ohne Witz jetzt. Gott sei Dank habe ich einen Caterpillar. Guck mal, es ist 1:24 Uhr, mitten in der Nacht. Und ich bin hier immer noch am Reißen. Finde kein Ende. Ja, Flo, ich glaube, mehr als ein Danke würde ich sogar schon frech finden, würde ich sagen. Ey, das ist ein mega Fanpaket, mein Freund. Das ist ein richtig mega Fanpaket, wa? Und das ist allergrößtes Kino, was du hier abgezogen hast. Also für mich. Damit, das ist so eine Kleinigkeit in meinem Leben. Da hast du mich richtig dolme glücklich gemacht. Mit solch, ich habe schon immer mal davon geträumt, so wie wäre es mit Kennzeichenhalter, wo Dr. Turbo draufsteht oder sowas. Guck mal, wenn ich den jetzt lackiere und den schön hinten ans Auto ran, 1A-Geschichte. Ne? Richtig geile Geschichte. Ja, Flo, das Ding werden wir auf jeden Fall aufhängen. Ich weiß nicht, irgendwas muss er ja machen, zeichnerisch, ne? Weil er macht sowas, guck mal, er macht sowas, dann malt er dir hier einfach mal im Turbo-Loller Schneckenfred drauf, weißt du? Guck mal, wie geil das schon aussieht. Würde ich mir so tätowieren lassen, wie das aussieht. Ohne Wenn und Aber. Und auch noch hier, nicht werfen und sowas. Das hat er ja alles selber gemalt. Das Ding kriegt auf jeden Fall das. Warte, das schneiden wir nur eben ab. Weil das kriegt hier definitiv. Wir müssen dich mal eben ein bisschen hochlegen. Das reicht nicht, das ist doof. Ah, das muss aber so gehen. So, wo kommt mein Freund hier hin? Den hauen wir hier so zwischen. Mit was für ein Tape? Oh, wo ist mein Panzertape denn? Ja, Flo, den kleben wir morgen erst an. Ich weiß jetzt nicht, wo mein Panzertape ist. Ich will jetzt nicht die neue Rolle aufmachen, weil die andere habe ich vorhin erst aufgemacht. Flo, allerbesten Dank, ganz ehrlich. Das ist richtig, richtig, richtig großes Kino, was du hier veranstaltet hast. Richtig großes Kino. Also, ich danke dir und ich glaube, all meine Abonnenten danken dir auch für so ein richtig geiles Fanpaket, so viel Mühe. Und man sieht auch, dass du mich länger verfolgst, weil es sind so kleine spezielle Sachen dabei, weißt du, wo ich sage, okay, der guckt nicht erst seit gestern zu. Finde ich eine richtig geile Nummer, mein Freund. Ja, wir können ja gerne mal in Kontakt treten wegen solche Schilderchen hier. Ich weiß ja nicht, ob du das selber machst oder ob du einen Kumpel hast. Kannst dich ja sonst nochmal eben melden. Oder ich melde mich bei dir. Und dann schauen wir mal. Also Flo, hau rein. Besten Dank geht raus an dich, ne? Wir sehen uns.